trip. I'm so excited. But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl. Chef cooking down there. Smells good, I suppose. My tastes are a little more bloody these days. Good move hiring that player, Jim. It'll give the team a little more, you know, whatever. Nice weather to play Blood Bowl. They've been training non-stop for this match. I love this type of game, Jim. Such an unequal rating. It's gonna be wholesale slop all the way. Ja, huhu, hier wieder beim Koalion bei Blood Bowl 2. Wir sind mit unserer Nordpol Chaos Squad gegen die Zwerge unterwegs. Unser erstes Spiel in einer neuen Liga und naja, ich bin schon ganz aufgeregt, weil es geht gegen Zwerge. Dwarf teams, they're not the best throwers by a long shot, but an unsubtle use of brute force and a love of illegal weapons make them a team to be feared. Genau, und wir machen natürlich wieder unsere Einstellungen mal zurück. Die Kommentatoren etwas leiser. So, und dann schauen wir uns mal das gegnerische Team an. Die fruchtvollen oder gefürchteten Trollslayer. Gott sei Dank noch nicht ganz ausgeskillt hier. Der hat wiederum schon hier so ein bisschen Ball entreißen, zerquetschen. Okay, das sind Prügler vor dem Herrn. Noch kein Tackle. Okay. Hier haben wir schon das Problem, was man mit Agility-Teams gegen Zwerge hat. Fast alles hat Tackle und Block. Und vor allen Dingen sind die Zwerge robust, das heißt, sie sind nicht so schnell verletzt. Jo, Unterstützer haben wir auch noch mit dabei. Zwei Stück sogar, drei Stück sogar, vier Stück. Okay, alles klar. Das wird, und hier haben wir eine versteckte Waffe. Das ist nicht so schön. So. Wir nehmen unsere übliche Aufstellung. So, und schauen mal, wie das hier gegen die Zwerge vonstatten geht. Und schmeißen den Ball. Er hat so eine versteckte Waffe ganz weit hinten, warum auch immer. Unser Gegner bekommt einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Hat jetzt 11 Wiederholungswürfe, total sinnlos. Aber gut. Zwerge mit 11 Wiederholungswürfen sind scary. Ja, wir können uns heute diesmal auch nicht darauf verlassen, dass wir Leute irgendwie kaputt hauen oder so, weil Zwerge sind da etwas, naja. Ich bin gespannt, wie der Bero performt. So kleine, wuselige Typen liegen immer nicht, aber was ist denn mit kleinen, dicken? Ja, hier schon das Problem der Zwerge. Bälle kennen sie meistens nicht wirklich. Und interessieren sie meistens auch nicht so richtig, bis der Gegner liegt. Und dann, ach, da ist ja noch ein Ball, dann können wir den auch aufnehmen. Jo. Schieben. Ja, die Trollslayer haben rasend und unerschrocken. Das heißt, da werden unsere Stärke 4 Leute nicht so viel gegen haben. Der Bero ist sofort mal K.O. War zu erwarten bei seiner niedrigen Rüstung, die er immer noch mit sich rumträgt. So, und da traut sich der erste Trollslayer schon neben unseren Bloodscorpion. Und er macht noch Zerquetschen hinterher. Okay, dieses Team will's wissen.
So, Blood Scorpion. Achso, du kannst ihn noch nicht mal. Weil der ist ja auch am Boden, der hat ja zerquetscht. Naja, hab ich, nein, dann wollen wir hier auch nichts machen. Dieses Mal war es ganz gut, dass der Blood Scorpion hier nichts gemacht hat. So, den schieben wir mal beiseite. Bleiben stehen. Damit hier der Lesrak den hauen kann. Und auch hier nur schieben. Folgen mal. So, dann haben wir... Wo ist denn hier unser guter Cartman? Der wird mit seiner Klaue hier heute wahrscheinlich ein gutes Match machen können. Wenn er denn in Form ist. Schauen wir mal. So, hier. Zack, Klaue. Folgen. Aber sieht nicht gut aus. So, hier weiter in Prügelreichweite. Der Koriminos versucht mal hier durchzukommen und sich an den Ballträger ranzustellen. Und wir nehmen unseren Wiederholungswurf. Der Gegner hat uns übrigens zwei Wiederholungswürfe geklaut. Der Sack. Und gut. Schauen wir mal. Ein Schluck vom süßen Nektar ist doch immer gut. Da kommt auch direkt der Blitz gegen Koriminos. Auf Ausweichen kann er sich diesmal nicht verlassen. Der Käfig wird eingeleitet hier von den Zwergen. Da kommt jetzt ein Block. Cartman wird nur geschoben. Minusblock sogar. So, jetzt kann der Blood Scorpion aber mal hauen hier. Alles klar. Und tja, leider, leider nicht durch die Rüstung durchgekommen. Tja. Prügeln wir ein bisschen weiter. Oha, ein gelähmter Trollslayer. So. Wie wär's denn mal mit dem Starspieler, dass wir den noch entsorgen? Schade. Und hier wieder ein Blitz vom Cartman. Folgen. Jawohl, und da haben wir den ersten K.O.-Zwerg. Rache für Beru, würde ich das mal nennen. Frank stellt sich auch mal vorne an den Ballträger. Dieser Langbart hier gehört weggeschubst. Wir bringen Backfisch hier auch mal in Ballnähe rüber. Und versuchen jetzt die ganzen Zwerge mal hier ein bisschen in Tackle-Zonen zu verwickeln. Das liegt dem Zwerg natürlich manchmal auch ganz gut. Manchmal aber eben auch nicht. Je nachdem, was er machen will. Wenn er weg will, dann nicht. Wenn er prügeln will, dann schon. Schauen wir mal. Da kommt der Starspieler und blitzt. Und Gott sei Dank haben die Zwerge ein bisschen Probleme mit ihren Würfelergebnissen. Aber der Ballträger kann ausweichen. Hat er etwa auch ausweichen hier?
Ne? Negativblock. So, dann schieb mich mal. Alles nur Schiebenergebnisse bisher. Koali geht down. Und ist K.O. Okay. Die Zwerge führen mit 2 zu 1 K.O. Wir versuchen hier weiter mal auf ihn herumzuprügeln. Bisher gewinnen sie immer ganz gut Raum in jedem Zug. Einen gelähmten Zwerg, das ist schon mal ganz gut. Der Starspieler muss leider auch gehen hier. So, um Platz zu machen für den Cartman, der jetzt mal hier gegen den Ballträger blitzt. Dann nehme ich doch mal einen Wiederholungswurf. Und schieb den mal hier rüber. Und auch gelähmt. Sehr, sehr schön. So, der hat ausnahmsweise kein Tackle. Oder was hat er denn da hier? Was ist das für ein komisches Skill? Ballgefühl, okay. Ja, ja. Der hat der Tackle. Der hat auch kein Tackle. Okay, alles klar. Dann, Mischka, hol dir doch mal den Ball. Einmal raus. Und rüber passen zu Backfisch. Und Backfisch geht hier mal rüber. Oh, es war jetzt 2 Gophers. Ah, aber hat geklappt. Gott sei Dank. Also ein Flankenwechsel ist gegen Zwerge immer ganz gut, weil die sind nicht so schnell, nicht wahr? Noch ein gelähmter Zwerg. So, Blattskorpion, tu mal hier deine Arbeit. Okay. War schon mal besser. Coriminus haut diesen Zwerg. Und schiebt ihn mal ein bisschen beiseite. So, guter Zug, finde ich, für uns. Ein bisschen Glück gehabt. Da kommt der Blocking Cartman. Oh, und Cartman ist gelähmt. So, jetzt versuchen die Zwerge hier rüber zu laufen. Auf die andere Seite. Na, da fällt bestimmt Wiederholungswurf, jawohl. Blocken gegen Blocken ist aber okay. Und wir sind wieder dran. Alles klar, dann laufen wir mit Backfisch weiter Richtung Touchdown. Hier gibt es weiter nur Blocken. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Den kriegen wir niedergerungen. Und auch der ist gelähmt. Den hauen wir auch mal. Folgen ihm. Und auch der ist gelähmt. Koali rächt sich hier mal. Folgen. Sehr schön. So, dann haben wir hier einen Blitz gegen den Starspieler. Mit dem guten Samur. Der nicht mehr so viel Bewegung hat inzwischen, aber dafür reicht's noch. Ja, das Knochenbrecher, das ist schon ganz in Ordnung. Diet löft. So, einmal hier nach vorne mit dem Mischka. Und jetzt haben wir noch den Blattskorpion.
Der macht hier auch mal nichts. Okay. Nö, Wiederholungsgriff nehme ich dafür nicht. Zug beenden. Ich denke, das müsste, wenn jetzt nicht super viel schief geht, der Touchdown sein. Der kann immer noch raus. Er hat immerhin Gewandtheit 3. Kommt er denn da hin? Ja, mit dem Go for it. Da kommt der Blitz. Und dank der vielen Unterstützer hier hat er die Möglichkeit, unseren Spieler hier umzutackeln, den guten Mischka. Frank wird zu Boden gehauen. Und zerquetschen versucht er auch nochmal. Okay. Kein Zwerg kommt ohne Probleme jetzt an Backfisch ran, deswegen verzögern wir den Touchdown noch ein bisschen. So. Dann hauen wir den hier. Und folgen ihm. Hier stehen wir mal auf. Haben wir da noch einen stehen neben dem Latzskorpion? Leider nicht. Der Cartman steht auch mal wieder auf. Ah, er ist ein Unterstützer wieder. Okay, habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Aber es hat ja auch so geklappt. Auch der ist gelähmt. Hier haben wir jetzt einen Blitz. Blocken reicht mir. Let's Scorpion hier mal draufhauen. Bitte. Und wir haben einen Casualty. Jawoll. Super. Ein Zwerg weniger. Und auch dieser Starspieler hier. Okay, Wiederholungswurf. Muss down gehen. So, alle Zwerge liegen am Boden. Außer der da hinten. Aber der ist, naja, nicht so gefährlich. Der Quietschestuhl, dem gefällt's auch. Dass man uns hier die Wiederholungswürfe klaut, ist natürlich auch ziemlich hart. Coriminus kriegt einen Schlag ins Gesicht. Oh, und der Blitz vom Starspieler gegen den Cartman. Ja, der ist natürlich gefährlich für die Zwerge mit seiner Klaue. Hat eigentlich Blattskorpion. Ja, der Blattskorpion hat auch eine Klaue. Ne? Ja. So. Es ist immer noch... Ja gut, ein Zwerg hier könnte versuchen zu blitzen mit zwei Go-For-Its. Aber den können wir auch noch umhauen. Von daher würde ich sagen, hier wird erstmal aufgestanden. Und dann machen wir nochmal direkt einen Blitz hier mit dem Eloridas. Und der gelingt uns auch. Und dann können wir sogar noch einen Zwerg ein bisschen weiter wegschieben. Sehr gut. Diesen Zwerg hier können wir hauen. Folgen. Blattskorpion möchte heute mal wieder nicht. Ein Einserblock, um den Cartman zu retten. So, dann haben wir hier negativ, da haben wir negativ, da haben wir negativ. Das ist doch nicht so cool. Alles Negativblocks hier. Hier sieht's aus, wenn wir hier noch einen rüberziehen. Immer noch negativ. Hm.
Okay, müssen wir den Zug beenden. Negativ-Blocks möchte ich jetzt eigentlich nicht riskieren hier. Das heißt, wir kriegen aber jetzt in dem nächsten Zug ordentlich eins aufs Fressbrett. Ein Blitz sogar. Immer ein schlechter Wurf. Und jetzt kommt das erste Mal Tackle gegen Mischka ins Spiel. Und hier ist wieder ein schlechter Block von den Zwergen. Und rasend. Autsch. Okay, wir sind wieder dran. Dieser Zwerg kommt nicht an den Ballträger. Der kommt auch nicht an den Ballträger. Die kommen alle wieder nicht an den Ballträger ran. Das heißt, wir können auch noch einen Zug verzögern. Und was ist denn hier mal gefährlich? Ich finde die Trolls leer sind ziemlich gefährlich. Also, Blattskorpion. Und der ist gelähmt. Das gefällt den Fans. So, weiter weg vom Ball bitte. Der Starspieler muss auch leiden. Und ist K.O. Perfekt. Momentan läuft's. So. Das ist ein Einserblock. 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 Haben wir schon einen Blitz gemacht? Nein, wir haben noch keinen Blitz gemacht. Das heißt, wir machen hier den Blitz, dann haben wir nämlich hier den Zweierblock. Schieben. Und dann haben wir hier noch einen Einserblock. Schieben. So. Und hier noch ein Einserblock gegen den Starspieler. Den schieben wir ein bisschen weiter weg. Und willkommen im letzten Zug der Zwerge. Für diese Halbzeit. Ja, beginnt mit einem Schieben. Und der Blitz gegen Corriminus. Ha! Und sogar gelähmt. Ja, viele Gelähmt-Ergebnisse hier, aber das ist gegen Zwerge eigentlich, wenn man denn zurückprügeln kann, normal. So, und wir machen den Touchdown. Kein Risiko. Backfisch mit dem 1:0 für die Nordpol Chaos Squad. Jo, und jetzt wird der Starspieler der Zwerge, ohne seine versteckte Waffe einmal angewendet zu haben, vom Platz gestellt, weil bei jedem neuen Touchdown die versteckten Waffen halt entdeckt werden. So, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hier handeln. Ich denke, wir ziehen den Blattskorpion mal hier. Den Eloridas nach da. Backfisch natürlich wieder nach hinten zum Ball empfangen. Genauso wie den Mischka, der steht da schon ganz gut. Der gute Preak ist auf dem Feld. Können wir auch mal so lassen. Nach vorne.
Und der Manu ist ebenfalls neu im Spiel. Auch mal nach vorne. So, und dann starten wir die ganze Sache doch mal. Jo, und einer der Zwerge bekommt von einem Fan eigentlich mal... der ist sogar verletzt. Sehr nice. Brav, Fans, brav. So, der Ball geht... ganz fies geht der Ball weg. Das ist schlecht für uns. Also versuchen wir hier mal ein bisschen Platz zu machen. Der muss auch weg bleiben. Dann kommt jetzt der Blitz von Cartman gegen diesen Zwerg. Oh, da war nur ein Einser, weil er da hinten unterstützen hat. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Folgen. Ja, sehr gut gelähmt. So, Backfisch holt sich den Ball. So, und mit zwei Go-For-Rates mal ein bisschen zurücklaufen. Merkwürdiger Weg. Kurzer Pass. Sehr gut. Brav, Backfisch. So, dann können wir jetzt ein bisschen entspannter prügeln hier vorne. Das geht nicht. Frank hier einmal drauf, bitte. Folgen. Blattskorpion. Und Gott sei Dank haben wir Rasen und dürfen nochmal. Jo, jetzt klappt's. Stellen wir uns neben den Trollslayer. Und auch der Glan Rim ist gelähmt. Preak, einmal bitte prügeln. Sehr schön. Schön neben den Minotaurus. Unverletzt. Ah, herzlichen Glückwunsch, Preak, für deine erste Casualty. Ich weiß gar nicht, ob es die erste ist, aber was die Starspielerpunkte angeht, sieht es fast danach aus. So, hier einmal die nach da. Der Coriminus ist jetzt ein freier Tiermensch. Kann ich hier hinstellen. Und dann ziehen wir den Mischka noch nach oben. Sehr gut. Haben wir wieder einen Flankenwechsel vollzogen. Ball von links nach rechts rüber. Dank Backfisch und Mischka. Cartman kriegt es jetzt wieder auf Oma dafür. Cartman ist extrem nützlich, glaube ich, in diesem Spiel. Also richtig. Also bis jetzt hat er auch gute Leistung gemacht. Yeah. So, einmal schieben gegen den Manu. Das nehmen wir doch. Ja, da geht der Manu trotzdem down. Schade, schade für den Manu. So, und das ist nicht das Spiel der Zwerge hier ausweichen und so. Aber mit Wiederholungswurf klappt das. Oder hat er Angst vor dem Blattskorpion? Sollte er auch. So, diesen Trollslayer hauen wir mal um. So, und dann Blattskorpion, Blitz. Ah, komm, den muss klappen. Der ist nämlich ziemlich gut. So, hier hin. Und ein Dreier. Hier hin. So, dann geht der Coriminus hier hin. Und dann kann der Eloridas diesen Zwerg nämlich in die Zuschauer schieben. Und wieder ein Zwerg weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen. So.
Creek einmal nach vorne. Der Mischka geht nach hier. Sehr gut. Und dann ist dieser Zwerg hier dran. Aufstehen für den Manu, einmal aufstehen für den Cartman. So. Nehmen wir mal zwei Go-For-Its. Für Backfisch. Hier haben wir lauter Minus-Blocks für den Lesrak, deswegen macht er mal nichts. Oh, die verletzten Box der Zwerge sieht schon gut aus. Das gefällt mir im Vergleich zu unserer Mission. Mal zerquetschen, bringt Gott sei Dank nichts. Auf den Cartman haben sie es abgesehen, ne? Ja, hauen sie ihn um. Minusblock. Mit Wiederholungswurf. Ja, nee, der Manu hat auch blocken, mein Lieber. So, hier die Mitte wird jetzt von den Zwergen ganz schön umlagert. Da muss der Blattskorpion noch mal aushelfen hier. Jetzt habe ich vergessen zu blitzen. Wieder daneben geklickt. Na gut, dann muss der Elori das aushelfen. Schieben. Leider alles nur Schieben-Ergebnisse, aber gut. Aufstehen. Cartman steht auch auf. Und läuft mal hier rüber. Ah, Wiederholungswurf. Alles klar. So, der Preak. Und wen haben wir hier? Den Coriminus. Schützt den Ballträger, meine Freunde. So, hier haben wir noch ein Minus. Da haben wir einen Einser. Den Einser können wir mal machen. Ja, und prompt wird Backfisch bei uns. Backfisch ist nicht der Prügler. Ja? Oder die Prügler. Drin. Ups. Und da geht er down. Der Cartman, schon wieder. Ist ja auch immer das Primärziel der Zwerge. Ah, da kommt der Wiederholungswurf und wir haben diesmal auch einen Defensivniederschlag. Diet läuft. So, einmal hier aufstehen bitte und hier aufstehen bitte. Hier ein Lesrak-Block. Folgen. Blocken. Einmal zurückdrängen. Und auch der Blattskorpion darf nochmal prügeln. Sieht doch ganz gut aus. Ein Blitz haben wir noch. Komm, Manu, blitz mal hier den Trollslayer.
aufsteigen. So, ich würde sagen, wir schmeißen jetzt den Ball mit dem... Nee, das machen wir momentan nicht. Moment, nein. Nein, 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 nein. So, wir gehen erstmal nach hier mit dem Ball. So, und dann schmeißen wir den Ball auf den Koriminus. Sehr gut, Koriminus. Und ich möchte, dass der Preak den Touchdown macht. So, läuft. Der Preak dran kann nämlich noch ein paar Starspielerpunkte gebrauchen. Hat er heute schon gute Performance abgeliefert mit seinem Casualty gegen die Zwerge. So, hier ein Blitz gegen den Samu. Und der geht auch down. Und ist sogar gelähmt. Zerquetschen hinterher. Unerschrocken. Noch hier nochmal ein Zerquetschen hinterher. So, hier nur der Schieben. Und dann sind wir auch schon wieder dran. Sieht doch ganz annehmbar aus momentan. Schieben. So, hier der Blood Scorpion hat wieder Zeit zum Blocken. Und knocked out. Perfekt. So, Lesrak, wehr dich mal ein bisschen hier. Karpenwind darf mal wieder aufstehen. So, wir verschaffen dem Preak hier mal, oder versuchen es zumindest, ihm ein paar mehr Starspielerpunkte zu verschaffen. Ja, Wiederholungswurf bitte. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben noch einen Blitz, wenn mich nicht alles täuscht. Das können wir mit dem Koriminus. Kommt er bis hier? Komm hier, Blitz. Sehr schön. Perfekte Sache, und dann können wir Backfisch nach hier hinten ziehen, die mit dem Ball noch ein bisschen besser umgehen kann. Und beenden unseren Zug. So, der gute Preak braucht jetzt noch ein paar Pässe. Wir haben leider nur noch einen Wiederholungswurf, das ist das Problem bei der Sache. Also müssen ein paar von den Dingern alleine klappen. So, Cartman wieder umgeboxt. Irgendwie haben sie sich auf den Cartman eingeschossen. Und auch Zerquetschen kommt immer wieder. Das Spiel haben die Zwerge, glaube ich, schon lange aufgegeben. Manu geht zu Boden. Okay. Wir starten das Spiel mit einem Blitz. Ja,
Hier wird aufgestanden. Hier auch. Ja, jetzt haben wir das Problem mit dem Samur. Wenn der nämlich einmal niedergeschlagen ist, kann er sich nur noch ein Feld weit bewegen. So, hier haben wir ein Doppel. Folgen. So, und Preak, kriegst du es diesmal alleine hin, ohne Wiederholungswurf? Nein, kriegt er nicht. Immer noch nicht. Oh weh, Preak. Oh weh. Zweimal 67% und der Preak verpatzt es. So, hier geht der Manu wieder down. Ist sogar gelähmt. Samu wird zurückgeschubst. Und geht dann zu Boden. Aber gut, jetzt sind hier halt wenigstens die Slayer alle ein bisschen weiter weg vom Geschehen. Unser vorletzter Zug. So, dieser Slayer ist ein bisschen gefährlich. Aber den kriege ich jetzt gerade nicht. Obwohl, richtig gefährlich ist er auch nicht. Backfisch, einmal hier rüber. Übergeben an den Preak. Och, Preak. Das ist ein Ball. Mann, Mann, Mann. Wenn du so weitermachst, Preak, dann verpatzt du noch deinen Touchdown. Das sieht momentan auch schwer danach aus, so wie der mit dem Ball momentan umgeht. Lesra kriegt noch mal einen drüber. Zerquetschen bringt nichts. Locken. Warum auch immer der jetzt nach hinten läuft. So. Zug 16. Pass auf, Preak. Du läufst jetzt hier hin. Und fängst jetzt gleich den Pass vom Backfisch auf. Und da schafft er wenigstens den Touchdown, der Preak. Mit Ruhm bekleckert hat er sich vorher im Ballumgang nicht. Wahrscheinlich ist er doch eher der Prügler. 2:0 gegen die Zwerge. So, Blood Scorpion nach hinten. Wir gehen jetzt alle mal aus der Zwergenreichweite raus. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch irgendwen hier zu riskieren.
auch die ganzen Chaoskrieger einmal nach hinten. So, wen stellen wir denn vorne an die Line? Plastiklöffel. Einmal nach vorne. Und ich würde ja sagen, der Preak hat es sich eben auch verdient, nochmal einen vorne an die Line zu gehen. So, einmal zurück. Und jetzt hoffen wir, dass die Zwerge keinen Bonuszug bekommen. Aber sonst sieht ja alles ganz gut aus. So, hier noch einen rüber auf die Flanke. Alles klar. Stellen sich die Zwerge auf. Die armen Schweine da vorne an der Linie. Ja, okay, kein Bonuszug. Perfekt. Jetzt drückt die Daumen, dass wir kein Casualty mehr kassieren im letzten Zug noch. Ja, und wenn der jetzt mit dem Ball nicht umgehen kann, dann... Oh, schade. Passender Comment. Okay, erster Block gibt schon mal kein Casualty. Gebero hat auch überlebt. Perfekt. Jetzt muss nur noch der Preak überleben. Dreifach Block. Und auch der überlebt. Und das ist das Ende des Matches. Ja. 2:0 gegen Zwerge kann sich sehen lassen. Kuani ist Spieler des Spiels und hat beim nächsten Spiel die Möglichkeit, noch einen Aufstieg zu bekommen. Sehr nett, sehr nett. Schauen wir mal rein in die Statistik. In unser Team, meine ich. Leider kein Aufstieg dieses Mal. Wir haben 260.000 Goldmünzen. Müssten wir eigentlich auch mal investieren. Ich glaube, wir holen uns noch mal einen extra Wiederholungswurf. Denn der schadet nicht. Und auch so ein Assistenztrainer ist nicht so schlecht. Haben wir mal einen, ne? Falls ich mal Mist baue oder mal krank bin, ne? Ja, beim nächsten Mal geht's gegen Dunkelelfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht gegen die Zwerge. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss. Yeah.